2. Erstmal Eversberg gegen Waldhof-Mannheim vor 2109 Zuschauern. Ich grüße nochmal insbesondere die beiden Trainer zu meiner Linken, Michael Fink und Marcel Leins, unser Cheftrainer. Und wie immer die ersten Worte an den Gästen, Herr Fink. Wie sieht Ihr Fazit nach dem Spiel heute aus? Ich bin natürlich stolz auf meine Mannschaft, wie sie das heute umgesetzt hat, vor allem in der ersten Halbzeit, auf die taktischen Änderungen und die Dinge, die wir eben im Training besprochen haben und umgesetzt haben, auch im Spiel wirklich sehr, sehr gut umgesetzt haben in der ersten Halbzeit. Verdient auch in Führung gegangen, verdient auch das 2-0 dann gemacht. In der zweiten Halbzeit war es der Fall, dass wir eben in eigenem Ballbesitz, vor allem im Spiel nach vorne, viel zu viele Fehlpässe hatten, viele einfache Fehlpässe im Spiel hatten. Wir hatten, glaube ich, 4-5 Mal eine Riesenkonter die Möglichkeit. Wenn der letzte Ball da besser gespielt wird und durchkommt, können wir früher schon die Entscheidung klar machen. Am Schluss haben wir dann natürlich mit der Chance von Perstaller nochmal Glück gehabt, wo aus einem einfachen, verlängerten Ball eine hundertprozentige Torschuss entsteht, was so niemals passieren darf. Und da hat natürlich unser Torwart, der Markus Schulz, unser 2-0 festgehalten. Ansonsten wird es, glaube ich, in den letzten Minuten nochmal ganz, ganz eng. Und klar war es so, dass in der zweiten Halbzeit Elversberg schon mehr Druck gemacht hat, auch zu den Reingang gekommen sind, aber jetzt wirklich viele hundertprozentige Torschancen waren jetzt auch nicht mit dabei. Wie gesagt, der Perstaller war natürlich die größte, glaube ich, im Spiel und das darf nicht passieren. Und wie gesagt, ich bin sehr stolz, froh, dass wir gewonnen haben. Nichtsdestotrotz dürfen wir den Sieg auch jetzt nicht überbewerten. Weil viele sagen, ja, gegen direkten Konkurrenten gewonnen und 6-Punkte-Spiel. Das war es für mich nicht, sondern es war ein 3-Punkte-Spiel. Der Sieg zählt auch nur so viel wie gegen jeden anderen Gegner. Und wir müssen und sind gut daran, wenn wir im nächsten Spiel genau die gleiche Leistung abrufen, weil sonst, wenn wir dann verlieren, dann jammert wieder jeder. Und deswegen muss man voll konzentriert auch in den nächsten beiden Spiele gehen. Vielen Dank. Hallo, deine Worte zum Spiel heute, bitte. Ja, ich denke, dass wir enttäuscht sind, ist völlig normal. Wir haben in der ersten Halbzeit auf dieses 4-1 der nächsten Mal. Das Waldhof gespielt haben wir nicht den Druck auf den Gegner machen können, sodass wir uns den Ballbesitz holen und dann mit einem guten Umkehrspiel, und das war der Plan ganz einfach, zu Torschancen kommen. Das haben wir nicht geschafft, weil wir den Zugriff einfach und dieses Hinschieben und dieses Bälle erkämpfen, die hinbekommen haben, weil wir permanent in Unterzahl waren. Wir bekommen zwei Gegentore, einen haben wir abgewehrt, einen Eckball und dann einen tollen Distanzschuss. Das ist jetzt aus meiner Sicht eine ganz große ausgespielte Torschance gewesen, aber es war dann schon so, dass die Halbzeitführung für die Waldhöfer verdient war. In der zweiten Halbzeit haben wir es dann etwas mit mehr Risiko gespielt, wollten hinten einfach immer die Mann-gegen-Mann-Situation haben, wollten eher anlaufen und dann sah es besser aus, dann sah es griffiger aus, dann hat man auch mal eine halbe Torschance. Ich meine, wenn der Gegner aus 22 Metern das Tor trifft, dann finde ich, könnte man nochmal 16 Meter das Tor treffen. Und wenn der Anschlusstreffer früher kommt, dann ist eventuell nochmal was drin. Andererseits muss man sagen, haben die Waldhöfer auch die Corner-Chancen gehabt, noch früher das 3-0 zu machen. So kann man in der ersten Halbzeit nicht unzufrieden, in der zweiten Halbzeit kann man leben, aber in dem Moment, wo du dann das Spiel 2-0 verlierst, ist das dann, denke ich, relativ uninteressant. Für uns wird es wichtig sein, dass wir jetzt uns so vorbereiten, dass wir nächste Woche in Völklingen gegen Saarbrücken unterwegs sind. Vielen Dank. Wenn es noch eine Frage gibt, kurzes Handzeichen machen, Herr nicht so aus, dann komme ich noch kurz zu den weiteren Ergebnissen. Gestern hat bereits ein Spiel stattgefunden, SSV Ulm gegen VfB Stuttgart 2:1. Und die Partien von heute, Hessenkassel gegen Saarbrücken 1:2, Hoffenheim 2 gegen Schott Mainz 2:0, Mainz 05 2 gegen Worms 0:4, Heuchling Volkling gegen Stadt Eindorf 1:2 und die Stuttgarter Kickers gegen Astoria Waldorf 4:1. Und geht es nächste Woche Samstag im Auswärtsspiel Volkling gegen Saarbrücken weiter in den Kandidaten. Das nächste Heimspiel ist dann gleichzeitig der Abschluss vor der Winterpause in 2 Wochen, 9. Dezember um 14 Uhr gegen den VfB Stuttgart 2. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, Herr Wink, gegen Ihre Mannschaft eine gute Heimreise und einen schönen Abend.